So Leute, willkommen zurück zu Risen 1. Oh, da war ein Fisch. Okay, den lasse ich lieber mal liegen. Bevor die mir hier irgendwie auf die Fresse kloppen. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg, die paar Gnome da zu zerstören. Zu töten, sage ich. Blablabla, ne? Ja, ich bin auch schon hier am Rum... Ne? So, am Rum Geräusche machen wie diese Gnome hier. Eigentlich sind diese Gnome einfache Gegner. Der Nachteil ist, sie kommen immer in so einer riesigen Gruppe und wollen einen umzingeln. Oh, jetzt hört doch mal auf. Und die da hinten, die sind am Rumschmeißen. Ich laufe einfach zu den anderen Idioten hier. Oh. Schaut euch mal an, wie viele das sind. Wie soll man das denn alleine in dem mit dem Level hier jetzt gerade schaffen? So, kommt da. Severin. So, schauen wir mal, was du drauf hast, Severin. Oh, zwei Schläge und so ein Gnome ist tot. Respekt. So, komm schon. Jawohl, einen habe ich jetzt selber gekriegt. Und ich hole mir hier hinten den nochmal. So, komm schon. Der bemerkt bis jetzt noch nicht, dass ich ihn angreife. So, sehr gut. Und? Moment, haben die... Achso, nein, ich habe gerade gedacht, die hätten den Severin getötet. So, sehr gut. Jo, ausrotten haben wir jetzt gerade gemacht. Und ich hole mir hier jetzt nochmal die ganzen Items von denen. Bevor ich den Quest mal... Die Quest, den Quest, das Quest, ich weiß nicht... Beschreibt einfach mal einen richtigen Artikel dafür. Ich habe keine Ahnung, wie man, was das jetzt ist. Ich sag meistens entweder der Quest oder die Quest. Das Quest habe ich noch nie gesagt. Aber es soll Menschen geben, die das auch so ausdrücken. So, jetzt haben wir hier die ganzen Gnome erstmal umgebracht. Da vorne sehe ich ein paar gute... Okay, Wichtel-Dingsbums hier ist gut. Beere ist nicht so gut. Ist eine Standardblume. Pflanze, was weiß ich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Natürlich verstehst du nichts vom Schlösserknacken, du bist doch blöd. Mann, 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 ey. Was haben wir hier gelernt nach dem Safe Game? Erzschürfen haben wir, Alchemie haben wir, Akrobatik und Schleichen haben wir, aber ich glaube, die beiden kommen von den Ringen, die wir anhaben. Und sonst haben wir gar 110 Lernpunkte. Was zur Hölle? Das ist doch mal heftig. Finden wir hier jetzt gerade irgendwie... Ich guck mal... Oh, nee. Da gehen wir erst ganz später wieder rein. Da kann ich noch gar nichts anrichten gegen diese Viecher. Ich bin der Versuchung nahe, da runter zu springen, aber ich glaube, dann kriege ich ein bisschen Leben abgezogen, beziehungsweise ich könnte sogar sterben bei dem Versuch dabei. Deswegen laufe ich hier mal kurz den Weg runter. Kann ich hier kurz reinschleichen und mir ein bisschen was mitnehmen? Merkt das jemand, wenn ich hier am Schleichen bin? Goldhaufen. Oh. Guck mal einer an. Herd. Truhe. Oh, da können wir sogar ran. Was ist denn da los? Sehr gut. Okay. So. Jetzt war ich da drin. Severin, so. Die Gnome sind tot. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Ja, das mit Rudolfs Dingsbums weiß ich. Ruben, du sollst mir was geben. Ich bin Ruben. Wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen. Jo, ich brauch was. Gib mir eine Belohnung. Du sollst mir eine Belohnung geben. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. Was wäre gewesen, wenn ich kein Gold als Belohnung gehabt haben wollen würde, ne? Aber Artefakte oder so. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache die Gebäude. Wir haben hier Vorräte und jede Menge Zeug aus den Ruinen. Aber die meisten wertvollen Sachen gehen in die Vulkanfestung. Ich schätze mal, in jedem Lager findest du einen Kerl wie mich. Einen, der dir besorgen kann, was du brauchst. Also stell dich gut mit mir. Sonst gibt's nicht mal einen kleinen Heiltrank. Ja, komm, verkauf mir mal ein bisschen was. Pfeile brauche ich alles nicht.
dann... Ich find's schade, dass wir nicht so Spruchrollen haben wie Feuerball oder so ein Scheiß, weil die sind recht nützlich. Oh, falsche Taste, Moment. So, zwei Stück davon verkaufe ich mal. Und diese Beutel hier, Werkzeugbeutel, die brauchen wir auch noch. Das Ding kann weg, das Ding kann auch weg. Die beiden kommen weg, die beiden kommen weg, das kommt weg. Dann Ring der Stärke, die ganzen Ringe behalte ich erstmal noch. Und ja, dann, da bin ich auch am Überlegen, den zu... Das verstehe ich nicht, Goldwert 1000, Verkaufswert 200. Was bringt mir das, wenn die da diesen scheiß Goldwert hinschreiben? So, handeln, ja, gib mir Gold. Fertig, gut. Hast du noch was? Nö. Okay, dann sind wir hier auf Severins Hof durch. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Wenn das hier keinen juckt, dann haben wir jetzt fliegende Bratheringe. Auch gut. Kann man immer mal sich gönnen, ne? So, Fleisch braten wir hier kurz an. Es hängt ja da wieder 10 Stunden überm Feuer, nur um da 3 Stückchen Fleisch anzubraten. Sieht richtig lecker aus. Ja, ist auch gut, wenn es lecker aussieht. Wasserfass, die Truhe, da lasse ich lieber mal stehen. Was willst du hier? Ich will schlafen. So, bis zum nächsten Morgen, damit wir erstens ausgeruht sind und zweitens es wieder hell ist. Da liegen jede Menge Goldmünzen. Und ein Kraut... Oh, die sind ja wohl heftig am, ne? Mach doch mal Platz hier, hallo. Danke. Gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur Vulkanfestung. Normalerweise gibt es hier immer noch jede Menge Viehgezeugs. Also Tiere und sonstige Viecher und so. Aber irgendwie hat der Kerl, der das Savegame hochgeladen hat, hier schon alles kaputt gemacht. Leider. Aber naja, im nächsten Kapitel sind dann auch wieder hier jede Menge Tiere da, denke ich. Will ich hoffen. Und ich weiß, glaube ich, noch, dass es hier in der Nähe irgendwas noch gab. Da drüben haben wir noch was. Ah, da könnten wir mit Levitation, also einem Flugzauber, sage ich mal, da kannst du dann, kann man dann so über den Boden schweben und auch ein paar Klippen oder so überqueren. Damit können wir da bestimmt hin. Haben wir hier noch was? Können wir irgendwo buddeln? Ein Grab. Grabstein, jo. Kann ich hier vielleicht irgendwo Gräber ausbuddeln? Ich will zwar kein Grabräuber sein, aber es können manchmal nützliche Dinger da sein. Truhen schon alle gelootet hier. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Auch zum Ausbuddeln gibt es hier nichts mehr. Auch die ganzen Pflanzen hat der Kerl, also fast alle Pflanzen hat der Kerl schon mitgenommen, glaube ich. Wahrscheinlich. Ah, da können wir schürfen. Sehe ich gerade. Goldader. Sehr schön. Pluck. 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 Mehr ist nicht so. 5 Goldbrocken. Wunderbar. Und. Ah, okay. Dann brauchen wir doch keine Levitation, weil wir können auch so hier hinkommen. Bringt uns nur nichts, weil da irgendwie nichts ist. Vielleicht war da mal was. Ich habe keine Ahnung. Lass mich raten. Die Truhe ist entweder leer oder leer. Leer, sage ich doch. Ja, hier unten gibt's auch nichts mehr. Da hinten haben wir noch eine Goldader. Erzader wäre schön. Eine Goldader haben wir da noch. Da kommen wir aber später auch noch hin. Hat der Kerl schon hier... Ich glaube, hier sind... Da, genau, da sind auch noch ein paar Gnome. Die hole ich mir jetzt auch mal eben. Listiger Gnom. 3 Stück an der Zahl. Die sollte ich eigentlich schaffen, aber ich speichere trotzdem mal kurz. Moment, ging das nicht mit F5? War es F8? F8, genau. F8 ist schnell speichern. Bevor ich hier verrecke. Ah, so. Haben wir den einen schon mal... Okay, was war das denn? Ganz ruhig, ihr kleinen Scheißer hier. Ah, schön. Ich muss dran denken, immer dieses Ausweichen mitzubenutzen, weil das vergesse ich oft bei dem Spiel hier, dass es die Option hier gibt, dass man ausweichen kann, also diesen Hechtsprung nach hinten machen kann und so. Das war gerade sehr schön gedodged. So, 2 von 3.
Weil, oh scheiße. Ich lauf mal kurz und nehme hier einen Heiltrank. So. Weil weiter oben steht nämlich einer, der Angst vor diesen Viechern hat. Und für den sollen wir hier, aua. Aua, aua, aua. Für den sollen wir hier ein bisschen aufräumen. Das sind wir hier gerade am machen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Sehr gut, das war gerade knapp. Aber gut, wir haben es geschafft. Jagdmesser, listiger Gnom. Immer alles mitnehmen von den kleinen Viechern. Die haben oftmals nützliche Sachen dabei. Also Gold sowieso. Und auch sonst haben die immer hier diese Werkzeugbeutel. Oh, maximales Mana plus 10. Perfekt. Das ist das, was wir brauchen. Mana. Immer her damit. Gut. Ich sage, wir sind auch schon wieder hier bei fast 11 Minuten. Es geht ja mal ruckizucki hier. Gut, dann da ist der Tönnis, Paul. Hey, warte mal. Ich habe gesehen, wie du den Berg raufgekommen bist. Und? So wie du aussiehst, hast du hier draußen nichts zu suchen. Willst du mir Ärger machen? Nee, Mann, ich nicht. Wenn Santiago dich sieht, kriegst du schon mehr als genug Ärger. Was will Santiago machen? Will der Lied spielen oder was? Nein. Das war, es gibt doch diese Musik da. Santiago, nein, nicht, okay. Nein, Santiago kann mir gar nichts, weil ich habe dieses Empfehlungsschreiben von was ist mit Carlos. Er gehört zur Inquisition. Das sind harte Kerle. Der steckt dich ohne zu fragen in die Vulkanfestung. Brauch er nicht, da will ich sowieso hin. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich steh mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Ah, da steht's schon direkt. Deine Monster sind erledigt. Aber ich frag ihn erstmal ein bisschen aus. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Ich glaube, der Kerl hat so richtig Bock auf seinen Job hier. Okay, wir können ihn nicht nach der Quest fragen, weil wir die schon erledigt haben. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen? Du hast dich ihnen gestellt? Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Ich meine, danke. Schon gut. Hör mal, es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. Gut, danke. Was in der Vulkanfestung passiert, wissen wir. Das brauchen wir uns nicht nochmal zu sagen. Heldenkrone ist immer wunderbar. Die gibt uns immer gute Sachen irgendwie. Ich glaube, was macht die nochmal? Ich glaube, Erfahrung oder so? Ach nee. Ah, genau, die brauchen wir für permanente Tränke, glaube ich. So, und da oben steht Santiago mit, ne? Der ist da einfach nur am Rumstehen und guckt hier blöd in der Gegend rum. Und wir wollen das nächste Mal, also in der nächsten Folge da, in das Tor hinein. In die wundervolle Vulkanfestung. Huch, das war meine Lampe. Gut. Dann beende ich jetzt hier mal kurz die Folge und sag dann mal bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Anschauen. Tschüss, ne?